Hallo, Servus. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr bleibt weiterhin in Bewegung, haltet euch fit. Um einen Lagerkoller zu vermeiden, möchte ich euch jetzt ein paar Anregungen für verschiedene Übungen geben, die ihr zu Hause machen könnt. Möchte mal so ein bisschen anfangen, zuerst mit Grundtechniken, mit der Bewegungsschulung, dann wie man das Ganze in ein Krafttrainingsprogramm einarbeiten kann und dann das Ganze auch ein bisschen aus der Dynamik, Reaktion vielleicht ein bisschen einbauen. Das heißt, jetzt starten wir mal mit Bewegungsschule und ich möchte anfangen mit den verschiedenen Fauststößen. Für viele natürlich schon ein altbekanntes Thema. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal darauf eingehen, auf was es da genau ankommt und was besonders wichtig ist. Ihr wisst, Faust immer kompakt schließen, Daumen angelegt, nicht drinnen. Wenn ihr Übungen macht, Klassik natürlich im Stehen. Achtet darauf, dass ihr wirklich mit beiden Händen den gleichen Punkt trefft. Das heißt, schaut auch wirklich einmal, dass das nicht irgendwo in verschiedene Richtungen geht, sondern versucht es vor euch wirklich immer den gleichen Punkt anzuvisieren. Altbekannt. Ich möchte jetzt zu den drei Hauptschlägen eingehen. Gibt natürlich mehr. Das eine ist der Kisamezuki. Das heißt, dort, wo mein Bein vorne ist, verlängere ich den Schritt. Mach eine Bewegung nach vorne, das heißt, meine Führungshand bleibt meine Führungshand. Es ist ein sehr schneller Stoß, geht meistens, nachdem es zwar schnell, aber nicht so kraftvoll ist, auf Kopfhöhe, eigene Kinnhöhe anvisieren in dem Fall. Das zweite ist Oizuki, das heißt, mein hinteres Bein wird zum vorderen Bein. Vorteil, große Distanzüberbrückung. Das heißt, das kombiniert eine weite Distanz mit einer relativ kraftvollen Bewegung. Da versucht darauf zu achten, dass ihr möglichst Bein und Hand die Bewegung gemeinsam fertig werden lasst. Das dritte ist der Kyakotsuki. Das heißt, wichtig ist, dass ich mal die Grundposition einnehme. Das heißt, meine Beine sind gebeugt, ich stehe etwas über Hüftbreit. Könnt ihr mal anfangen mit der Basistechnik. Das heißt, das ist meine anvisierende Hand, die vordere. Ich drehe meine Hüfte ganz ein, schaue wieder, dass das hintere Bein gestreckt ist, wie bei den meisten Techniken jetzt hier, wo ich meine Kraft aus dem hinteren Bein rausbekomme. Wenn ich es jetzt im Stehen mache, gehe ich wieder in die Ausgangsposition. Das heißt, meine Hüfte schaut ungefähr einen 45-Grad-Winkel zur Seite. Wenn ich den Schlag mache, schaue ich, dass meine Hüfte ganz nach vorne schaut, meine Hand wieder in die Mitte zielt, nicht irgendwo auf die Seite. Hüfte wieder abtrifft, hinteres Bein strecken. Das heißt, da lebt es hauptsächlich auch aus der Dynamik raus, aus den Beinen heraus. Körperspannung, Beinspannung ist eigentlich bei den meisten Techniken das Wichtigere als die Arme vorne. Gut, wenn wir uns jetzt das anschauen von den Bewegungstechniken. Kisamezuki, haben wir gesagt, ist einfach die Verlängerung. Was macht die zweite Hand? Es gibt zwei immer Optionen bei all diesen Techniken. Meine zweite Hand kann zurück zur Hüfte gehen. Grundschule hat den Sinn, dass ich, wenn ich eine zweite Technik nachsetzen will, mir viel Dynamik, langen Weg, viel Kraft raushole. Oder ich sage, ich will meine Hand hier vorne kompakt als Schutz haben. Beides richtig, da ist eher Grundschule, das vielleicht eher im angewandten Bereich, wo ich sehr schnell arbeiten will. Das heißt, wie gesagt, Kisamezuki, kurze, schnelle Bewegung. Bisschen Distanzüberbrückung. Ich verlängere das Bein. Wenn ich jetzt in Kamae, in die Ausgangsposition gehe, zieht mein hinteres Bein nach. Das heißt, verlängern, entweder so oder so, mein hinteres Bein wieder beistellen, weil sonst bin ich ja komplett aufgespannt. Und dann kann ich die nächste Bewegung machen. Kisame. Gut, Oizuki ist, glaube ich, das bekannteste. Wenn ich jetzt mein rechtes Bein hinten starte, mit Bein und Hand gemeinsam fertig werden, gleiche Seite ist wieder vorne. Rechts, rechts, links, links. Achtet wieder darauf, dass ihr in der Auftreffphase das hintere Bein komplett durchgespannt habt, um euch die Spannung zu holen, die Schulter nicht zu weit vorgeht, sondern die Schultern bleiben immer mittig. Grundschule wieder hier, Deckung könnte auch wieder hier sein. Das heißt, wenn ich links starte, das Bein startet ein bisschen früher, weil die Hand natürlich schneller ist, aber versucht es möglichst gleichzeitig fertig zu werden. Dann haben wir noch die dritte Technik, Kyakotsuki in Bewegung. Das heißt, wenn ich jetzt wieder mit dem rechten Bein hinten starte, jetzt ist es so, dass ich zuerst
das Bein und mit Zeitversetzung dann erst den Arm kommt. Weil ich meine drinnen Hüfte. Und jetzt, wenn das Bein erst steht, kommt mit der Hüftrotation auch der Arm. Ganz wichtig, versucht es nicht zu schnell zu machen, da kriegt ihr keine Kraft. Das heißt, mein Bein geht vor, wie in der Standübung, meine Hüfte ist ein bisschen abgedreht und jetzt mit Spannung richte ich die Hüfte nach vor und meine Hüfte schießt eigentlich den Arm nach vor. Das heißt, Bein an, Bein an. Werdet da nicht zu schnell, da kriegt ihr nicht die maximale Kraft dazu. Ja, das sind jetzt die drei unterschiedlichen Hauptfauststöße. Jetzt noch ein bisschen zum Abschluss Brain Damage. Auch Grundschule, wie ihr das ein bisschen die kleinen grauen Zellen auch noch einbauen könnt. Und zwar, wir versucht Yakozuki, die letzte Technik, in Verbindung mit einer Blocktechnik zu machen. Und das Ganze mit Handwechsel, damit ich abwechselnd links, rechts reinkomme. Das Ganze nochmal langsam. Das heißt, wenn ich starte, machen Block ist beliebig. Ich mache hier einen Block nach oben, Nagyuke. Jetzt kommt wieder der Gyakozuki. Ich schaue, dass meine Hüfte ganz gerade ist. Wenn ich jetzt mit der anderen Hand den Block machen will, muss ich einen Handwechsel machen. Wieder Gyakozuki, Handwechsel, Gyakozuki. Das heißt, achtet darauf, dass ihr jedes Mal abwechselnd links, rechts, auch diese Diagonalposition am Schluss habt. Nochmal bitte auf den Stand. Ganz wichtig, vor allem bei der letzten Technik, oft wird es auch vergessen, beim Kissen bitte auch nicht das. Das heißt, auch wenn es ein Kissen zugeht, die erste Technik, achtet darauf, dass beide Füße nach vorne schauen, das gilt für alle Techniken, dass ihr nicht so sehr auf einer Linie steht, dass die Hüfte, dass ihr einen Hüftbreitenstand habt und in den auch bleibt. Das heißt, es ist oft dann in dieser Position, wo ich da am Schluss so stehe, wirklich immer wieder kontrollieren, bin ich in der Position. Das gilt natürlich für Moizuki genauso. Auch da bitte kontrolliert, vor allem in der Grundtechnik macht, dass ihr wirklich den schönen Bogen macht beim Gehen. Das heißt, Füße kommen zusammen, auseinander. Dass ihr jedes Mal diese stabile Grundposition habt. Und ganz besonders natürlich beim Gyakozuki, da lebt das Ganze von der Hüfte. Das heißt, wenn sie zu schmal steht, wenn sie den Fuß, den hinteren zur Seite gedreht hat, kriegt sie gar keine Kraft zusammen. Das heißt, noch einmal Kisamezuki, Bewegung Verlängerung, vorderes Bein bleibt das vordere Bein, Oizuki, hinteres Bein zum vorderen Bein. Das heißt, das eine Mal ist ein Vorgleiten, das zweite Mal ist ein Vorsteigen und Gyakozuki, das gleiche Seite bleibt wieder vorne, aber ich mache weder Gleiten noch Vorsteigen, sondern Beisteigen. Auch da wieder darauf achten, dass ihr die stabile Position habt, beibehaltet. Ja, das war so eine kleine Einführung zum Thema Fauststöße. Ich möchte mir dann als nächstes anschauen, wie man das Ganze ein bisschen mit Kraftübungen kombinieren kann. Wir sehen uns wieder.